Hey, Freies Radio Bermudafunk wird erwachsen. Nach 10 Jahren sind wir immer noch unkommerziell, unabhängig, kritisch, vielfältig und für alle da. Sei dabei. In Mannheim auf 89,6 und in Heidelberg auf 105,4. Willkommen zu unserer Radiosendung Milestones, eine Coaching-Sendung für Jugendliche rund um Schule, Beruf und alles, was Teens und junge Menschen betrifft. Unsere heutige Sendung befasst sich mit der Dualen Hochschule in Mannheim. Wie immer habe ich Gäste geladen, die mit ihrem Wissen und ihren Informationen zu unserer Sendung erfolgreich dazu beitragen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Münch bedanken. Guten Tag, Herr Münch. Hallo. Der sich heute die Zeit genommen hat, uns beizustehen. Ja, Herr Münch, möchten Sie vielleicht ganz kurz unseren Zuhörern erklären, wie Ihr Arbeitsumfeld aussieht, was für eine Tätigkeit Sie ausführen und vielleicht so ein bisschen Ihren Werdegang? Ja, ich arbeite seit knapp 10 Jahren an der Dualen Hochschule in Mannheim, früher Berufsakademie, und leite das International Office. Das heißt, mein kleines Team und ich sind verantwortlich für die Internationalisierung. Wir kümmern uns um die Studierenden, die ins Ausland gehen wollen. Wir kümmern uns um internationale Studierende, die zu uns kommen wollen, sei es für ein komplettes Studium, sei es für ein oder zwei Semester im Rahmen eines Austauschsemesters. Wir kümmern uns aber auch um Sprachkurse. Wir kümmern uns um den englischen Internetauftritt. Also alles, was irgendwie den Hauch der Internationalität hat, landet irgendwann bei uns. Das hört sich ja sehr spannend an. Ich bin mir nicht bewusst, ob alle Zuhörer sich ein Bild über die Duale Hochschule machen können. Vielleicht können wir aber ganz kurz zur Geschichte etwas erzählen, wie die Duale Hochschule überhaupt zustande kam. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich fuhr früher immer an der Berufsakademie vorbei. Daraus entstand ja die Duale Hochschule. Bin ich da richtig? Genau, die Berufsakademie gibt es seit 1974 in Mannheim. Und die Idee ist ganz einfach, dass das altbewährte duale Ausbildungskonzept, das es schon seit über 100 Jahren in Deutschland erfolgreich gibt, wie man jetzt auch gerade wieder in der momentanen Situation und Diskussion in Europa sieht, dass dieses Modell übertragen wurde vor jetzt knapp 35 Jahren auf die Universitätsebene. Das heißt, man hat in einem Modellversuch 1974 oder Mitte der 70er Jahre begonnen, mit in Mannheim 41 Studierenden dieses Modell auf Universitätsniveau anzubieten, als Alternative zu einem Studium an einer Universität. Alternative deshalb, kann man gut daran sehen, dass der Zugang oder die Zugangsberechtigung zum Studium an der Berufsakademie schon immer das Abitur war. Das heißt, eine Alternative zur Uni. Und ja, in den letzten 35 Jahren, wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben jetzt in Mannheim, werden wir auf die 7000 Studierenden in diesem Herbst zusteuern. Das ist also eine ganz schöne Erfolgsgeschichte. Und wenn man sich in ganz Baden-Württemberg die Situation anschaut, die jetzige duale Hochschule Baden-Württemberg hat über das ganze Land verstreut an den 8 Standorten über 35.000 Studierende. Ich habe ja auch viel Kontakt mit Studierenden an der Hochschule hier in Mannheim, und einige haben doch schon geäußert, sie würden sich wirklich noch mal überlegen, ob sie nicht ein duales Studium beginnen würden. Ja, ich meine, das Studium, also gut, die Zahlen sprechen für sich, ja, also es ist eine Erfolgsgeschichte, ganz klar. Das Studium ist natürlich ein ganz anderes wie an einer Universität.
Die Studierenden von vornherein bewerben sich nicht an der Hochschule, also nicht an der Akademie, sondern sie bewerben sich bei einem Unternehmen, das dann die Studierenden aussucht und dann einen Studienplatz für 3 Jahre garantiert. Die Studierenden bekommen einen Vertrag, in dem unter anderem auch das Einkommen geregelt ist. Das heißt, die Studierenden bekommen jeden Monat Geld, wie in einer dualen Ausbildung, auch wenn sie an der Akademie studieren. Ein bisschen Taschengeld jeden Monat, das schadet ja auch nicht. Natürlich, also die finanzielle Unabhängigkeit der Studierenden ist natürlich eine Sache. Ich glaube aber, der Haupterfolgsfaktor ist ganz einfach, wenn man sich die, so schön auf Englisch sagt, die Employability Rate, das heißt die Rate der Studierenden, die direkt, und bei uns heißt das direkt am Tag nach Studienende, einen Arbeitsvertrag haben, die liegt in der Regel bei 90%. Sehr vielversprechend, hört sich auch sehr gut an, wenn man bedenkt, wie unsere Arbeitslosenquote derzeit ist und ich auch einige Jugendliche kenne, die wirklich ganz verzweifelt einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz suchen, ist das eine sehr schöne Alternative. Ich hatte vor einigen Tagen ein Gespräch mit Professor Dr. Nadler, Ihrem neuen Rektor, stimmt das so? Ja, seit Ende letzten Jahres, ja. Genau, und vielleicht sollte man es einfach mal zusammen anhören. Sehr viele Informationen, es gibt noch einen ganz großen Überblick über die duale Hochschule. Sehr geehrter Professor Dr. Nagler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Interview. Und wie kam es eigentlich zu Ihrer Ernennung? Bei mir war es so, ich hatte durchaus schon eine gewisse Hochschulerfahrung, denn wie man ja nachlesen kann, auch im Internet, war ich von 1994 bis 2001 Präsident der Fachhochschule Hof in Bayern ganz oben. Dann habe ich mich entschieden, in die Wirtschaft zu gehen, weil ich ein Angebot hatte, in der Gesundheitswirtschaft als Vorstand einer Krankenkasse tätig zu werden, war dazu auch Rechtsanwalt, später Geschäftsführer im Bereich Verbände, aber auch einer Familienholding. Ich muss allerdings gestehen, dass die Rückkehr an die Hochschule schon immer etwas war, was mir beruflich nicht unbedingt vorgeschwebt, aber was ich nicht ausschließen wollte. Und vor dem Hintergrund habe ich mich dann irgendwann einmal durchaus zu interessieren begonnen und habe diese Ausschreibung der Stelle in Mannheim gesehen. Ich habe mich beworben, ich sehe das immer sportlich, denn ich schreibe ja derzeit auch Stellen für Professoren aus, die in einem Ausschreibungsverfahren besetzt werden und noch sehr interessanten, sehr informativen und sehr tiefgehenden Diskussionen und Assessments habe ich dann die Ehre gehabt, vom Hochschulrat gewählt zu werden. Das ist ein sehr interessanter Werdegang. Vielleicht könnten Sie uns ganz kurz die Studiengänge an der dualen Hochschule in 1-2 Worten erklären. Ja, die duale Hochschule ist in ihrem Studienprogramm immer darauf ausgerichtet, den Studienbedarf unserer Partnerunternehmen in der Wirtschaft und der Industrie zu decken. Aus diesem Grund können wir vorweg unseren Studienabsolventen natürlich auch sichere Arbeitsplätze in Aussicht stellen. Das engt und definiert aber auch thematisch unser Studienangebot. Es ist ganz eindeutig wirtschaftlich ausgerichtet. In der Wirtschaft bieten wir mehrere, insgesamt 7 Studienrichtungen an, die von BWL Handel, Industrie über Dienstleistungsmarketing zur Logistik im Bereich Ordnung, auch öffentliche Wirtschaft reichen. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist auch Wirtschaftsinformatik und Informatik mit den Bereichen technische Informatik, Sales and Consulting. Und dann haben wir natürlich auch die ganz angestammten klassischen Ingenieurfächer, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, auch internationales Wirtschaftsingenieurwesen, was ein sehr interessantes Studienfach zu werden verspricht. Bin ich mal gespannt, wenn es soweit ist, sagen Sie uns einfach Bescheid. Wie viele Studierende haben Sie derzeit an der dualen Hochschule und aus welchen Bereichen kommen die Jugendlichen? Wir haben derzeit etwa 6200 Studenten. Die Zahl wird im kommenden Jahr ein bisschen steigen, noch nach unseren Planungen, auf etwa 6500 bis 6.700. Das heißt, wir wachsen immer so kontinuierlich und plötzlich wurden wir so groß wie jetzt. Unsere Studierenden kommen natürlich schwerpunktmäßig aus Baden-Württemberg, aber natürlich auch gerne aus Rheinland-Pfalz und Hessen. Aufgrund der internationalen und nationalen Aufstellung unserer Unternehmen haben wir aber auch Studienanfänger und Studenten aus allen anderen Bundesländern, Schwerpunkt vielleicht Nordrhein-Westfalen und Bayern dazu. Wie kam es zu der Auslagerung nach Eppelheim zustande? War die Räumlichkeiten hier etwas beengt? Wie gesagt, wir sind gewachsen, kontinuierlich und mussten irgendwann einmal feststellen, unser bisheriges Raumprogramm wird allmählich zum Raumkorsett, das uns zu sehr eingeengt hat. Hinzu kam, dass wir aufgrund einer Entmietung in Anführungszeichen, weil sich der Vermieter entschlossen hatte, eine große Immobilie an einen anderen regionalen Industriekonzern zu vermieten, der vielleicht ein paar Euro mehr gezahlt hat als wir, dass wir schlichtweg gezwungen waren, uns neu zu orientieren. Mit tatkräftiger Unterstützung unseres damaligen Vorstandsvorsitzenden im Hochschulrat, Herrn
Herrn Schreier, ist es uns dann gelungen, eine sehr interessante Immobilie in Eppelheim zu finden, in der unser komplettes Technikum jetzt im Wesentlichen angesiedelt wurde. Das war ein Hauruck-Akt, das muss man sagen, der dankenswerterweise mit großem Engagement und Elan unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Professoren erfolgt ist. Sie haben sich mittlerweile in Eppelheim eingefühlt, eingelebt, und wenn man so vorbeischaut, ich hatte erst gestern die Möglichkeit, das zu tun, darf ich feststellen, Sie fühlen sich sehr wohl an dieser Immobilie direkt an den Toren Heidelbergs. Das kann ich nur bestätigen, weil die Studenten, bei denen ich unterrichte in Eppelheim, die haben das auch bestätigt. Jetzt fühlen sich wirklich wohl. Welche Möglichkeiten bietet es, den Masterstudiengang zu absolvieren? Wir bieten sicherlich auch Master an, denn das gehört zum Leib- und Magengeschäft jeder Hochschule, die voll akkreditiert ist. Allerdings haben wir nicht die Struktur, wie man sie vielleicht an der Hochschule und der Universität kennt. Dort ist der Standardfall der sogenannte konsekutive Master, der gebührenfrei angeboten wird. Wir bleiben auch im Masterbereich unserem dualen Ansatz treu. Das heißt, auch hier macht es nach unserer Auffassung nur Sinn, einen Master zu machen, wenn unsere Studierenden nach ihrem Bachelor eine ausreichende berufspraktische Bewährung und Erfahrung gesammelt haben, um dann den nächsten möglichen Schritt ihrer akademischen Karriere anzugehen. Das sollte auch nach unserer Überzeugung, damit die Beschäftigbarkeit auch gewährleistet ist, mit unseren Partnerunternehmen abgestimmt werden. Denn auch hier spielt die Frage, brauche ich überhaupt einen Master in einem Betrieb? Reicht nicht auch ein gut qualifizierter Bachelor aus, um eine sehr langfristige, sehr sichere Lebensarbeitszeitperspektive sogar zu haben, weil auch das berücksichtigt werden sollte. Vor dem Hintergrund wollen wir mittelfristig bis zu, ich würde mal sagen, 25% unserer Studienabsolventen ein Masterangebot anbieten, aber das wird schon sehr langfristig geplant werden. Derzeit haben wir für etwa 3-5% unserer Studierenden Masterkonzepte, die wir entweder selbst organisieren oder über die Graduate School Rhein-Neckar, wo wir sehr gut mit der Hochschule in Mannheim und der Fachhochschule in Ludwigshafen zusammenarbeiten. Also insgesamt ist das jetzt ein erstes Anfangsprogramm, das wir hier anbieten, mit dem wir durchaus zufrieden sind, weil es ja auch voll akkreditiert ist, aber auch im Zusammenhang mit der landesweiten dualen Hochschulstruktur wird da noch einiges noch. Bleibt Ihnen bei Ihrer vielen Arbeit noch Zeit für Hobbys und Freizeit? Eigentlich ja. Also ich habe 3 Hobbys, die ich mit großer Begeisterung verfolge, wenn ich dazu komme. Das eine ist mit Sicherheit Schwimmen und in die Sauna gehen, das mache ich immer sehr gerne. Und so einen halben Kilometer Schwimmen, das muss sein, mindestens 2-mal in der Woche. Dann bin ich auch ein Golfspieler. Ganz passabel, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und zum Dritten freue ich mich schon, wenn ich mit meinen 3 Töchtern, die ja auch ein Riesenhobby von mir sind, die eine oder andere Stunde noch verbringen kann. Und natürlich darf ich da natürlich mein größtes Lebenshobby, meine Ehefrau, nicht vergessen, der ich auch gerne Zeiten und Urlaub und Freizeiten verbringe. Ich denke, die duale Hochschule mit Ihnen einen sehr guten Fang gemacht. Ich beglückwünsche Sie und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Ja, das waren ja recht viele Informationen. Wussten Sie das alles? Ja, ja. Ich denke, wir brauchen alle eine kleine musikalische Pause. Vielleicht möchten Sie mal Ihr Lied vorstellen, das wir jetzt hören. Ja, ich habe ein kleines Lied mitgebracht von Glasperlenspiel. Das heißt Nie vergessen. Das finde ich ganz toll. Es war eines der Lieblingslieder unserer Austauschstudenten aus dem letzten Semester. Ja, da freue ich mich darauf. Und gleich im Anschluss hören wir eines meiner Lieblingslieder, The Fray. Der Song heißt She's Over My Head. Ich vergesse es nicht, werd dich für immer vermissen.
I'm
never knew. I never knew that everything was falling through. That everyone I knew was waiting on a cue to turn and run when all I needed was the truth. But that's how it's gotta be. It's coming down to nothing more than apathy. I'd rather run the other way than stay and see. Ich glaube, die schöpferische Pause war für uns beide sehr gut. Ja. Herr Münch, vielleicht könnten Sie uns ganz kurz ein paar allgemeine Informationen bezüglich dualer Hochschule hier mitteilen. Ja, über die Zulassungsvoraussetzungen haben wir ja schon gesprochen. Das ist einmal das Abitur oder auch Fachhochschulreife. Allerdings müssen Kandidaten mit Fachhochschulreife noch einen Zulassungstest bestehen. Dann natürlich das Bewerbungsverfahren bei den Unternehmen. Das ist klar, das muss auch bestanden werden. Logisch, ja. Die Unternehmen müssen sozusagen den Studierenden auswählen und dann bekommt der Studierende eben für das Studium einen Dreijahresvertrag für das Bachelorstudium. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sich junge Menschen, deren Abitur vielleicht nicht gerade eine 1er-Note war, trotzdem den Versuch starten sollen, ein duales Hochschulstudium zu beginnen. Ganz klar. Das hängt natürlich immer ein bisschen von dem Ausbildungsunternehmen ab, bei dem man sich bewirbt. Wir haben in der Regel, ja, eigentlich kann man sagen, jedes große, bekannte deutsche Unternehmen ist ein Partner im dualen System. Wir haben aber auch sehr, sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen,
die bei uns ausbilden und die machen eigentlich den Großteil der Studierenden aus. Das war sehr interessant, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, ich meine, man muss sich einfach anschauen, wo die duale Hochschule oder die Berufsakademie herkommt. Die Idee, die hinter diesem ganzen Modell steckt, ist ja gerade in Baden-Württemberg die Förderung der Wirtschaft und das Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft sind klein- und mittelständische Unternehmen. Ja, und die sitzen eben nicht in Mannheim, die sitzen nicht in Stuttgart, die sitzen in Klein-Niedersheim im Schwarzwald zum Beispiel. Kann ich nur bestätigen, ich unterrichte ja selbst an der dualen Hochschule und muss sagen, ich habe viele Studierenden aus dem ganzen Bundesgebiet, die halt immer in ihrer Studierendenphase in Mannheim sich eine Wohnung suchen müssen oder eine teilen mit Kommilitoninnen oder Kommilitonen. Ja, ja. Ja, also die Studierenden, nicht nur die Studierenden kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, auch die Unternehmen. Und was man halt ganz, ganz häufig zum Beispiel hat, das ist ein Studierender, der, ich sage jetzt mal, aus Bayern kommt, aus Franken zum Beispiel, und sein Ausbildungsunternehmen kommt aus der gleichen Region. Ja, und für seine Studienphase, für die 3 Monate pro Semester Studienphase, kommt er dann eben zum Studium nach Mannheim und dann geht er wieder zurück in das Unternehmen nach Franken, um dann vor Ort dort seine Praxisphase zu absolvieren. Das heißt, wir haben sehr viele Studierende, die 2 Wohnorte eigentlich erhalten. Einmal in Mannheim für das Studium und dann eben vor Ort in der Region wieder zu Hause. Unterstützt die duale Hochschule bei der Findung von Wohnungen? Jein. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir sehr gut mit dem Studentenwerk Mannheim kooperieren. Das heißt, unsere Studierende haben eben die Möglichkeit, sich für einen Wohnheimplatz zu bewerben. Die Studierenden haben sich mittlerweile auch sehr gut selbst organisiert. Das heißt, es gibt Tauschbörsen, dass zum Beispiel Studierende, die von September bis Dezember in Mannheim sind zum Studium, sich dann ein Zimmer teilen mit einem Studierenden, der dann im Anschluss von Januar bis März eben in Mannheim zum Studium ist. Das funktioniert immer, wenn man sich ein bisschen unterhält und das schwarze Brett beobachtet. Ja, das virtuelle schwarze Brett. Ja, genau. Ich war ja früher Berufsschullehrerin an der berufsbildenden Schule. Viele meiner Schüler hatten relativ schlechte Chancen, eine Ausbildung zu finden, hatten aber dann Glück durch ein Praktikum, sich doch eine Ausbildung anzueignen. Und warum ich das erzähle, ist, viele Firmen achten doch auch sehr häufig auf soziale Skills. Ja, das auf jeden Fall. Natürlich spielen die Noten eine Rolle und wie ich schon sagte, vor allen Dingen auch bei den größeren Unternehmen, die natürlich auch eine viel, viel größere Bewerberzahl haben, als jetzt vielleicht ein kleines Unternehmen, das lokal bekannt ist, aber über eine bestimmte Region einfach nicht bekannt ist. Natürlich schauen sich die Unternehmen nicht nur die Noten an. Weil man allerdings sagen muss, je nachdem, für welches Programm man sich natürlich bewerben will. Als Ingenieur braucht man einfach Mathekenntnisse. Also alle, die gerne Ingenieurswissenschaften, Maschinenbau, Elektrotechnik studieren möchten, besser ein bisschen anstrengen in Mathe. Aber das ist natürlich nicht alles. Ja? Die Unternehmen schauen sich halt die Bewerber an vor dem Hintergrund, dass sie ja gute Studierende auch nach dem Studium im Unternehmen eigentlich halten wollen und ihnen nach dem Ausbildungsvertrag dann eben einen regulären Arbeitsvertrag anbieten. Denn wie ich vorhin sagte, 90% unserer Studierenden werden hinterher übernommen oder finden im Anschluss nach dem Studium sofort ein anderes Unternehmen, bei dem sie anfangen können zu arbeiten. Das heißt, die Unternehmen schauen, passt dieser Kandidat zu mir? Das vielleicht auch als ein Tipp, wenn man sich bewerben will für ein duales Studium, sich die Unternehmen ganz bewusst auszusuchen. Und ja, man muss in einem Vorstellungsgespräch begründen können, warum möchte ich bei diesem Unternehmen arbeiten. Erstens das und zweitens aus eigenen Erfahrungen, das Unternehmen muss ja auch zu mir passen. Wenn ich irgendwo arbeite und ich kann mich nicht identifizieren mit der Arbeit, ist es unmöglich, erfolgreich zu werden. Ja, aber deshalb ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass man vor dem Studium nach Möglichkeiten schaut, mal ein Praktikum zu machen, um herauszufinden, in welche Richtung es gehen soll. Meistens hilft so etwas eigentlich auch nur dazu, herauszufinden, was man nicht will. Ja, also ich glaube, das ist oft mal einfacher herauszufinden und das ist auch ganz wichtig, ja, dass man genau sich sicher ist, okay, in die Richtung möchte ich nicht gehen, ja, und dann probiere ich einfach mal einen anderen Weg. Kann ich Ihnen nur zustimmen, sage ich meinen Schülern auch immer. Gibt es eine Möglichkeit, um sich zu informieren? Ja, natürlich über unsere Webseite. Es gibt Ihnen auch die Möglichkeit, sich direkt bei den einzelnen Studiengängen, ja, also Maschinenbau, betriebswirtschaftliche Studiengänge zu melden, dort mit den Studiengangsleitern zu sprechen, sich über den Studiengang zu informieren. Wir haben einmal im Jahr im März, das wird nächstes Jahr auch wieder im März 2014 der Fall sein, einen Informationstag, wo
weit über 200 Unternehmen bei uns auf dem Campus sich präsentieren, wo man vorbeikommen kann, wo man mit Studierenden aus den Unternehmen sprechen kann, wo man sich Vorträge anhören kann. Also eine wunderbare Gelegenheit, sich über die Studienmöglichkeiten an der dualen Hochschule zu informieren. Kann ich nur beipflichten. Ich war vor 2 Jahren da und hatte einige meiner Studenten getroffen. Das war sehr gut besucht, sehr informativ. Ich habe viel gelernt über die Firmen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Firmen hier in der Region gibt. Auch die Firmen waren sehr positiv überrascht über den Zuspruch. Also kann ich nur weiterempfehlen und bitte nehmt diesen Termin wahr, um sich zu informieren. Auch wenn es nicht zum dualen Studium reicht, kann man sich trotzdem mit den Firmen mal kurz schließen, mal schauen, was für eine Ausbildung kann ich machen und vielleicht mache ich doch noch Fachabitur nach, um zu studieren. Ja, kann genau. Man nie wissen. Ja. Ich war jetzt in Griechenland über das Erasmus-Austauschprojekt. Ich hätte auch dazu ein paar Informationen. Vielleicht könnten Sie ganz kurz noch was dazu sagen. Ja, das Erasmus-Programm ist ein Programm der Europäischen Union, ist eines der vielen, vielen Programme, Bildungsprogramme der Europäischen Union, könnte aber so sagen, das ist das Flaggschiff eigentlich unter allen Bildungsprogrammen, die die Europäische Union fördert. Das Erasmus-Programm ermöglicht jedes Jahr weit über 200.000 Studierenden aus allen Mitgliedstaaten in einem anderen Mitgliedstaat zu studieren, richtet sich oder ein Praktikum zu machen. Ja, es fördert beides, Studium und Praktikum. Richtet sich aber nicht nur an die Studierenden, sondern auch an die Lehrenden. Also man kann auch als Dozent, ja, wie sie in Griechenland waren, an einer Partnerhochschule gehen, im Ausland dort unterrichten für eine gewisse Zeit. Man kann auch in ein Unternehmen gehen im Ausland, dort versuchen, eine Kooperation zu starten, sei es für Praktika, sei es für andere Projekte. Also das ist schon eine sehr gute Sache. Ja, eigentlich so eine Erfolgsgeschichte der EU. Also eigentlich die Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Ja. Ich kann nur Positives berichten. Ich habe zwei Kollegen getroffen aus Litauen, die auch über das Erasmus-Programm an der Universität in Griechenland waren. Erstens hatten wir einen wunderbaren internationalen Austausch. Mir war der Werdegang in Litauen nicht bewusst, wie die Studenten dort ihren Unterricht beginnen oder anfangen. War auch sehr interessant. Ich hatte die Gelegenheit, 2 Bachelorarbeiten mit zu korrigieren und die Präsentation mit abzunehmen. War auch sehr interessant. Die Professoren in Griechenland, die waren sehr angetan von unserer dualen Hochschule. Dieses System kennen sie nicht und sie sehen das als absoluter Vorteil an, dass Studierende Praxissemester haben, aber auch dann an der dualen Hochschule diese Praxis vertiefen und fragten mich, ob das möglich sei, dass einige ihrer Studierenden an der dualen Hochschule ein Semester absolvieren können. Ja, sicher. Also wir haben sehr viele Hochschulen im europäischen Ausland, mit denen wir Erasmus-Abkommen haben. Das heißt, wir bekommen Studierende von dort, die 1 oder 2 Semester bei uns studieren. Derzeit haben wir für Griechenland die Hochschule Partnerschaft nur für den Bereich der Lehrendenmobilität. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir da auch Studenten austauschen. Ich möchte noch ein Wort zu Erasmus sagen. Die EU, naja, wie soll ich sagen, das Bild der EU ist ja in der Öffentlichkeit nicht immer das Beste. Ich möchte aber dieses Thema Erasmus dazu nutzen, um einfach mal nochmal zu verdeutlichen, dass dieses Programm wirklich einzigartig ist und man sich einfach mal vor Augen führen muss, was die Europäische Union und was die Mitgliedstaaten hier investieren. Und das ist ein Programm, um das uns die ganze Welt beneidet. Also wann immer ich mich mit Kollegen aus Südamerika, Australien, USA oder aus Hongkong oder wo auch immer sie herkommen unterhalte, dann bekommen die alle glänzende Augen, wenn wir von Erasmus reden, weil das wirklich einzigartig ist. Ja? Also mit über 200.000 Studierenden, die jedes Jahr sich quer durch Europa bewegen, mit einem Budget von weit über 450 Millionen Euro jedes Jahr und mit 4.000 Hochschulen, die in ganz Europa zusammenarbeiten und kooperieren, ist es wirklich was ganz Einzigartiges. Kann ich nur beipflichten. Also auch in Griechenland, meine Kollegen, die waren wirklich sehr angetan von diesem Austauschprogramm. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, wir Deutschen haben ja leider eine ganz schlechte Geschichte, aber als ich unterrichtete, mein Thema war Entrepreneurship und Coaching, haben sich einige Jugendliche, die am Anfang vielleicht eher ein bisschen ein negatives Bild hatten über Deutsche, bei mir bedankt für den Unterricht und auch dafür, dass sie Gelegenheit haben, beim deutschen Dozenten mal den Unterricht mitzumachen. Also es war dann doch ein sehr schönes Erlebnis. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Erasmus-Programms. Sei es jetzt Studierendenmobilität, sei es auch die Mobilität von Lehrenden oder von Angestellten der Hochschulen, von Unternehmensvertretern. Es geht darum, den anderen, sage ich mal, oder die andere Seite kennenzulernen. Es gibt ein ganz schönes chinesisches Sprichwort, das für mich den ganzen Aspekt Internationalität und Mobilität und Austausch sehr gut einfach zusammenfasst und die Wichtigkeit vorhebt. Und es geht ungefähr so, nur derjenige, der den anderen und sich selbst gut kennt, dem ist in 1000 Begegnungen Erfolg beschieden. Man muss den anderen kennenlernen. Man muss
In der heutigen Geschäftswelt ist es vonnöten, Fremdsprachen zu beherrschen, sich interkulturell auf dem Parkett bewegen zu können. Man kann so etwas nicht besser lernen, als wenn man einfach in ein anderes Land geht und dort 3-4 Monate auf sich selbst gestellt verbringen muss. Das stimmt. Vor allen Dingen ist es immer sehr wichtig, dass man die andere Person auch mal sieht. Ja. Viele Meinungsverschiedenheiten oder Missverständnisse ergeben sich auch dadurch, dass man zwar einen Text liest, aber ein Text kann ja meistens keine Gefühle und keine Mimik dargeben. Und, manche Sachen zu klären, es geht einfach nicht anders da, wie einfach mal ein Vier-Augen-Gespräch. Oder sich mal zu treffen zum Kaffee oder mal auszutauschen über geschichtliche Aspekte, wie es in verschiedenen Ländern ja einfach gestellt ist. Und dann hat man viel besseres Verständnis für alle Kulturen eigentlich. Ja, und das Interessante ist ja, es gibt Studien, die untersucht haben, wem kommen denn Austauschstudierende, wenn sie ins Ausland gehen, ja, am meisten in Kontakt und was lernen sie denn eigentlich, ja, bei diesem Auslandsaufenthalt, denn schließlich wird ja auch viel Geld reingesteckt, außer dass man irgendwie lernt, wie man Party feiert. Und der wichtigste Aspekt eigentlich eines Auslandsstudiums ist, dass man zwar natürlich die fremde Sprache lernt, wenn man dort einen Sprachkurs macht, in Griechenland zum Beispiel, dass man etwas vielleicht über die griechische Kultur lernt, aber das Allerwichtigste ist eigentlich, dass man bei einem Aufenthalt in Griechenland eben nicht nur Griechenland und die Griechen kennenlernt, sondern dann eben noch zig andere Nationen, weil dann die Studierenden dort eben aus Litauen auch sind, ja, oder aus Ungarn oder aus Spanien oder aus Frankreich. Man lernt also nicht nur ein Land kennen, man lernt ganz viele kennen, man lernt Europa kennen und das ist unglaublich wichtig. Das stimmt. Als Überleitung, ich habe 4 Studenten interviewt, die haben ganz kurz ihre Erfahrungen mitgeteilt. Und zwar habe ich Shamos, Roberta, Ivan, Laura und Vasila. Hören wir uns einfach mal an. Mhm. I'm from Bulgaria. There I'm studying human resources, but here in Greece came for my Erasmus program. Here we are studying management. Ich komme aus Bulgarien und studiere dort Personalentwicklung. Ich bin über das Erasmus-Projekt nach Griechenland gekommen und studiere hier Personalwesen. Unser Austausch dauert 4 Monate. Er fing Ende Februar an und ist Mitte Juni beendet. Der Grund, weshalb ich hierher kam, bestand darin, dass ich meine fremdsprachlichen Kenntnisse verbessern wollte und ich auch Griechisch erlerne. Das Erasmus-Programm bietet den Studenten viele Erfahrungswerte. Unsere Universität behandelt uns sehr nett. Wir haben Kost und Logis frei. Ich studiere derzeit an der Fachhochschule in Serres Business Management. Es ist für uns alle eine tolle Erfahrung. Ich studiere Office Management hier an der Fachhochschule in Griechenland. Ich absolvierte ein Praktikum im Bereich internationaler Austausch und mir wurde ein Austausch über das Erasmus-Programm vorgeschlagen. Zuerst hatte ich keine Lust, bin aber jetzt froh, dass ich teilgenommen habe. Es ist ein sehr schönes Land. Ich habe meine englischen Sprachkenntnisse verbessert und neue Leute kennengelernt. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, hierher zu kommen. English language. And no, I really like this, and I'm very happy that I had a possibility to come here. I'm studying in Greece. Ich studiere in Griechenland. Heute präsentiere ich hier meine Diplomarbeit. Ich studiere hier Office Management mit Leuten aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Kulturen. Hier gefällt mir einfach alles und ich bin sehr dankbar, dass ich an dem Austausch teilnehmen konnte, da ich vorher noch nie in einem anderen Land war. Ich kann nur jedem empfehlen, einen Erasmus-Austausch in Griechenland zu absolvieren. I look around my life tonight and you are gone. I might have done something to keep you if I'd known how unhappy you had become. Well, I was dreaming of you with my heart in your hands, and I was following through my beautiful plan. Yeah.
watching these trucks go by, inches from my face. Waiting for you, waiting here for you.
Somehow your dreams became my plans somewhere long ago. Think of all the things we've done and where we've been. Your touch made me a king. I don't want to live without your Ja, bei diesen Liedern bekommt man so richtig Urlaubsstimmung und Fieber. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Direktor der Universität in Serres zu sprechen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Dimitrios Paschalotis und der Mitarbeiterin des International Office für das Erasmus-Programm. Sollte man uns vielleicht einmal anhören, wie diese beiden Personen zu ihrem Programm stehen? Das wäre bestimmt interessant. My name is Dimitri Paschalotis from TU of Serres. Mein Name ist Dimitrios Paschalotis. Ich bin Direktor der Technologischen Universität in Serres. Wir haben 7 Abteilungen und 3 Fakultäten. Fakultät in Wirtschaftswissenschaften und Fakultät in mechanischer Wissenschaft. Wir befinden uns in Griechenland im Balkangebiet, in der Nähe von Thessaloniki, nahe an der
der bulgarischen Grenze. Es ist eine sehr schöne Wohngegend und gute Studienverhältnisse. Es ist einfach sehr schön, hier zu sein. Wir genießen die Tage, an denen wir studieren, und die Nächte, die man hier erlebt, und haben einfach eine gute Zeit. Die Studienzeit für das BA-Studium beträgt 4 Jahre und ist in Griechenland gebührenfrei, auch für ausländische Studenten. Man genießt hier das Leben, aber studiert gleichzeitig. Mein Name ist Agnes Rentignotti. Ich arbeite in der internationalen Abteilung und bin für den Erasmus-Austausch zuständig. Eine meiner Aufgaben besteht in der Korrespondenz mit den Austauschstudenten, und ich kann das Erasmus-Programm nur immer wieder empfehlen, auch für ihre Studenten. Es fördert den kulturellen Austausch, gibt einen Einblick in das Ausbildungssystem, und neben der Kontaktaufnahme per E-Mail mit den Austauschstudenten habe ich die Möglichkeit, auch diese persönlich kennenzulernen. Sie kommen in unser Büro und wir sind ihnen vor und während des Austausches behilflich, zeigen ihnen, wie sie die Unterlagen zu erstellen haben, informieren sie über das Land und die Universität, in welcher sie studieren werden. Ja, das waren 2 sehr interessante Kommentare. Wir sind auch schon fast wieder am Ende unserer Sendung. Vielleicht noch abschließend einige Bemerkungen für unsere Zuhörer, was noch wichtig wäre. Ja, ich glaube, ganz viele wichtige Sachen sind ja auch schon gesagt worden, auch von meinen Kollegen aus Griechenland. Vielleicht zum Abschluss könnte man noch sowas sagen. Oft wird man gefragt, oder oft werde ich gefragt, so, ja, was ist denn eigentlich so der ökonomische Mehrwert von so einer Auslandserfahrung? Ja, weil da fließt ja schon sehr viel Geld rein. Ja, die europäischen Staaten finanzieren da sehr viel und unterstützen die mobilen Studierenden mit sehr, sehr viel Geld. Ich finde, das ist immer, lässt sich schwer zu beantworten. Ich glaube, dass so Auslandserfahrungen, das kann man schlecht ökonomisch messen. Ich will nochmal kurz an dieses Sprichwort erinnern, nur wer den anderen und sich selbst gut kennt, ja, dem ist Erfolg beschieden. Ich glaube, das Allerwichtigste bei so einer Auslandserfahrung, wenn man mal längere Zeit ins Ausland geht, ist eigentlich, neben dem, dass man, wie ich schon sagte, eine Sprache lernen kann und interkulturelle Erfahrungen macht, dass man etwas über sich selber lernt. Wenn man den Studierenden in die Augen schaut, bevor sie ins Ausland gehen und dann nach 3, 4, 5 Monaten wieder zurückkommen, dann sieht man, da hat sich was verändert. Die haben ein Leuchten in den Augen, die haben sich selbst verändert. Und eigentlich immer zum Positiven. Also ich bin jetzt 10 Jahre dabei und kann sagen, in den 10 Jahren hatten wir nicht eine einzige negative Erfahrung. Es geht darum, dass man über sich selber etwas lernt, dass man einfach mal über seinen eigenen Schatten springt, über den Tellerrand hinausschaut und ja, einfach sich selber weiterentwickelt. Und dazu gibt es meiner Meinung nach kaum eine bessere Gelegenheit, als einfach mal für längere Zeit aus dem Umfeld, aus dem normalen Umfeld rauszugehen und ins Ausland zu gehen und im Ausland zu leben. Erstens das und zweitens wird man auch selbstständig. Also ich hatte eine Studentin in Griechenland, die mir erzählt, sie hatte früher noch nie ihre Kleider selbst gewaschen, weil sie noch bei ihren Eltern lebten. Und jetzt in Griechenland musste sie die Waschmaschine bedienen, hat kein Wort verstanden. Das war schon eine Herausforderung pur. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch genügend, die in Deutschland bleiben und das auch noch nicht wissen, wenn sie an eine Uni gehen, wie man seine eigene Wäsche wäscht. Kann schon sein. Aber es geht uns ja selbst auch nicht anders, wenn man mal im Ausland ist und wieder neue Eindrücke, neue Aspekte, neues Umfeld, man wächst an den Herausforderungen. Ja, und man sieht einfach, man bekommt einen anderen Blick auf sein eigenes Land, ja, auf seine Heimat. Ganz witzig, wenn ich irgendwelche Vorträge halte, auch vor Schülern, und die über Studium aufkläre und auch über die Möglichkeiten ins Ausland zu gehen, dann frage ich immer, was sie denn glauben, was man, wenn man mal so 3, 4 Monate nicht in Deutschland lebt, was man denn am meisten vermisst. Und dann denken die meisten natürlich, ja, natürlich die Freunde, die Familie und keine Ahnung, den Fußballclub. Ja, ja. Und dann sage ich immer, ja gut, aber heutzutage über Skype, per E-Mail, man steht mit allen eigentlich ständig im Kontakt. Und eigentlich, wenn man die Leute fragt, die längere Zeit im Ausland waren, ja, was meinen Sie denn, was man am meisten vermisst? Was kriegt man denn als Antwort, wenn man Deutsche fragt, die länger im Ausland waren, was sie am meisten vermissen? Also wenn Sie jetzt mich fragen, ich habe eine Weltreise gemacht mit dem Rucksack, 6 Monate. Ich habe meine Eltern vermisst und ich kam zurück und nach 8 Tagen hätte ich schon wieder gehen können. Ich habe gar nichts vermisst. Okay. Also die meiste, ich würde sagen, 90% der Leute, die ich frage, sagen das Gleiche, was ich auch damals gesagt habe. Ja, und zwar das Brot. Das stimmt. Ja, nicht so sehr das Essen, stimmt, sondern das Brot. Ja, in eine Bäckerei zu gehen und eine Auswahl von 20, 25 verschiedenen Brotsorten, dunklen Brotsorten zu haben, ist schon etwas, wo man im ersten Moment gar nicht dran denkt. Also als ich damals ins Ausland bin, mochte ich kein Schwarzbrot. Als ich zurückkam nach den
9 Monaten war ich der größte Fan von Schwarzbrot. 100 Punkte. Also mir geht es genauso. Das stimmt. Das Brot vermisse ich sehr. Aber ansonsten, ja, ich bin vielleicht auch ein anderer Mensch. Jeder hat so seine Eigenheiten. Ja. Meine Eltern zum Beispiel, die würden nie ins Ausland ziehen. Das hat jeder Mensch anders. Aber wie gesagt, es ist immer sehr wichtig, mal andere Kulturen kennenzulernen, ein bisschen mehr Verständnis zu bringen. Ja. Vielleicht noch zum Abschluss. Also Sie sind immer recht herzlich gern eingeladen, auch mit Ihren Austauschstudenten, Studentinnen, an der Sendung teilzunehmen. Auch mal außerhalb meiner Sendezeit. Überhaupt kein Problem. Machen Sie ein bisschen Werbung. Auch auf Facebook mit Ihrem Internet. Machen wir sehr gerne. Ja, sehr gerne. Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, dass man Studenten aus dem Ausland auch dazu bekommt, ein bisschen ihre Länder und ihre Musik in den Heimatländern vorzustellen. Also herzlich gern, wir sind hier für alles offen. Genau. Und zum Abschluss möchte ich vielleicht einfach nur alle aufrufen, aufzustehen und sich zu bewegen, denn nur wer sich bewegt, bewegt Europa. Das stimmt. Ja. Wenn man nur vom Fernseher sitzt, tut sich nicht viel. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Unterstützung, für Ihren Besuch, die tollen Informationen. Das war ein sinniges Gespräch, sehr angenehm. Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja. Bis dann.